Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Daily Shop News und Combo Masteries. Ja, wir schauen jetzt mal hier in den ersten Kommentar rein von Maxi Max. Ich würde so gerne eine Box aufmachen fürs Pack Opening, aber es gibt in den letzten Tagen nur Boxen, wo ich nichts von brauche. Außerdem war New Brian bisher in den letzten 4 Boxen drin. Was soll das? Da gebe ich dir recht mit dem New Brian. Aber der Animal BGE ist bald rum. Beziehungsweise es kommt bald der Kostüm, Educated BGE und dann wird sich das Ganze wieder ändern. No. Also insofern, dann warten wir halt noch ein bisschen. So, Jonas Bock, geiles Video und ich bin endlich Level 12. Congrats, Jonas Bock zu Level 12. Da geht's doch langsam, aber kontinuierlich Richtung Secret Fight Club. Ja? So, also. Dann haben wir hier, schauen wir jetzt in die Shops, beziehungsweise in die Items rein. Hier in Mamas Altmodische Geheimnisschatulle den Mythic Boomhauer. Ja. Hier haben wir die Mythic Haley. CIA Student, Neil Goldman, Cuddles und Bill Daugherty. Ist eigentlich eine ganz coole Box, definitiv. Ja. Aber da wird halt eine Mythic relativ teuer werden. So, dann haben wir hier den Bill Daugherty für 100 Creds diesmal. Das ist allerdings interessant. 10 Euro. Der ist halt echt mega, ne? Der Bill Daugherty ist halt echt mega. Ist eine ziemlich geile Karte. Naja. Hier die Dog Box, Betsy, Spirit, New Brian, Goggles Cat, McGriffin und Lois Griffin. Von dieser Combo, also von dieser Box halte ich jetzt persönlich nicht ganz so viel. Dann haben wir hier die Down to the Bones Sale Box. Die finde ich persönlich wiederum besser mit Peter und Bill Daugherty. Down to the Bone und ja, den anderen Combo-Karten. So, dann sind wir auch schon soweit. Dann gehen wir mal in die Meisterschaft rein, in die Combo Masteries. Und dann haben wir hier gleich schon am Anfang einen Klassiker, sage ich mal. Das ist der Klassiker. Jetzt muss ich das wieder darüber schieben. Irgendwie ist das wieder hier verrutscht. Der Klassiker. Nämlich der Gargoyle Hunter. Der Gargoyle Hunter, das ist echt, das ist geil. Gargoyle Hunter ist geil. Also war geil in der Vergangenheit. Ich fand den richtig cool mit Professor Farnsworth. Jetzt wahrscheinlich mit der Mythic Farnsworth Karte, bin ich mal gespannt. Aber ja, gibt ja nach wie vor nur das Planet Express Schiff als einzige Epic Flugkarte. Und dann hast du halt eine Mythic mit einer Epic. Toll! 16er Mauer, 19 Punch. Ich habe den früher geliebt, ich fand den cool. In der Anfangszeit, also als Anfänger, bist du total begeistert, wenn du so eine Karte vor der Nase hast. Also mega nice. Ja, aber jetzt aktuell völlig uninteressant. Also das ist lange, lange, lange her. Und die Flugkarten, die machen eh keinen Sinn. Also den Gargoyle Hunter kann man ab einem gewissen Level dann leider schnell wieder vergessen. Ähnlich geht's mit dem Slurm-Loco. Da gab es früher Decks, die hatten fast nur Slurm-Locos drin gehabt. Jetzt gibt's den, ja, das halt mit Slurm und mit Philip J. Fry. Auch da ist es lange her. Was willst du machen? Die Zeiten ändern sich. Jetzt ist die Karte Schrott. So, also die ersten beiden sind für die Füße. Das ist einfach nur ein bisschen Nostalgie, sage ich mal. Dann kommen wir zu der Soda Bar Drunk. Und hier bei der Soda Bar Drunk haben wir einen Bob mit. Wie könnte man es anders erwarten mit Drunk-Karten? Und ja, geht allerdings nur, die einzige legendäre, mit der es funktioniert, ist mit der Pawtucket Patriot Ale. Und dann kommt dann letzten Endes so ein mittelprächtige Combo raus mit ein bisschen Gas.
Bisschen schier. Naja, schon okay, aber 28 Angriff von 1 ins Leben, also dafür brauchst du keine Steine auszugeben, das lohnt sich überhaupt nicht. So, und dann haben wir als allerletztes den Drunk Bullock und da bin ich jetzt gespannt, das kann ich aktuell nicht beurteilen. Ich habe noch nie den Bullock gespielt und den Mythic Bullock kenne ich auch nicht. Auch wieder mit der Pawtucket Patriot Ale gibt es den noch mit einer anderen A, mit Absinth gibt es den auch. 2019, 11, 2016, 9. Tatsächlich mit Absinth besser. 24, oh, mit Personalized Beer Mug ist es nochmal besser. Clients Beer, so. Ja, also Personalized Beer Mug war, glaube ich, jetzt die beste davon. Ist eine 19er Mauer, 13er Bomber, 22 Leechhausen. Das ist schon ziemlich stark, muss ich sagen. Ist relativ nice mit 24 Angriff und 67 Leben. Also, wer den Mythic Bullock hat und tatsächlich hier Personalized Beer Mug oder so oder eine dieser Drunk-Karten im Deck haben sollte, der kann jetzt sich überlegen, ob er da zuschlagen will. 10% drauf auf alle Werte. Für einmal Combo Mastery kaufen. Ich denke, das ist gar nicht so schlecht. Die ist eigentlich echt nice. Ja, aber macht eben nur Sinn in einer dieser legendären Mythic-Kombinationen. Alles andere macht hier keinen Sinn. So, wenn euch das Video geholfen hat, dann würde ich mich natürlich riesig, riesig, riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ja, Leute, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und Leute, die Glock. Im Moment bin ich ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil wir machen uns jeden Tag die Mühe und irgendwie werden es aktuell immer weniger Abonnenten. Ich frage mich, warum. Das kann ich aktuell nicht so ganz nachvollziehen. Ja, schreibt halt einfach mal rein, woran hängt's? Also jetzt momentan kommen ja auch wieder Animation Throwdown Gameplays. Sollen jetzt wieder mehr Fortnite-Action-Videos kommen? Fehlen euch die anderen Spiele? Was ist aktuell der Grund, dass es hier wieder rückläufig ist bei uns? Wäre mal ganz interessant, schreibt's mal bitte rein. Ja, macht's gut. Ich danke euch schon mal voraus. Bis dann und tschüss.